schön, dass ihr wieder bei Tu's Koch Tour eingeschaltet habt. Heute machen wir wieder eine Tour durch Asien und überall auf den Food-Alleen seht ihr Foodstände mit rot mariniertem Fleisch. Und dieses rot marinierte Fleisch nennt man dann auch Chasu. Und Chasu wird meist mit Reis, in Baguettes oder Ramnudelnsuppen gegessen. Und wie man die Ramnudeln herstellen kann oder auch die Baguettes, das habe ich euch schon in einem anderen Video gezeigt, verlinke ich euch oben aber nochmals in der Infokarte. Und nun, wie ihr das Chasu-Fleisch dann herstellen könnt, das zeige ich euch jetzt und zeige euch die Zutaten dazu. 1 Kilo Schweinefleisch vom Hals, also ohne Knochen, dann 80 Gramm fermentierten Tofu, 2 Esslöffel helle Sojasauce, 2 Esslöffel Austernsoße, dann brauchen wir 2 Esslöffel dunkle Sojasauce, dann 2 Esslöffel Reiswein, 2 Esslöffel Honig, 40 Gramm braunen Zucker brauchen wir, dann 3 Knoblauchzehen, die habe ich bereits fein gehackt, dann brauchen wir zusätzlich noch 1 Teelöffel 5 Gewürzpulver, einen halben Teelöffel Pfeffer und etwas rote Farbe. Als erstes werde ich jetzt das Fleisch in 3 gleichmäßige Stücke schneiden. Das Fleisch dann in eine Schüssel geben und kurz beiseite stellen. Nun als nächstes werde ich dann die Marinade zubereiten. Zuerst werde ich jetzt den fermentierten Tofu in eine Schüssel geben und zerdrücken. Anschließend werde ich jetzt die Austernsoße, die dunkle, die helle Sojasauce, den Reiswein, den Honig in eine Schüssel geben und gut verrühren. Zuletzt werde ich dann die rote Farbe hinzugeben und auch gut verrühren. Die Marinade, den Zucker, den Knoblauch, den 5 Gewürzpulver und zuletzt den Pfeffer über das Fleisch geben und gut vermengen. Die Schüssel werde ich jetzt mit einer Frischhaltefolie bedecken und dann für mindestens 3 bis 4 Stunden in den Kühlschrank stellen. Am besten lasst es einfach über Nacht dann einwirken. Nachdem das Fleisch jetzt gut in der Marinade ziehen konnte, werde ich dann das Fleisch herausnehmen und in einer Pfanne mit etwas Öl bei mittlerer Hitze von beiden Seiten dann kurz anbraten. Anschließend werde ich dann das Fleisch mit 400 ml Kokosnusssaft oder Wasser abgießen und für 20 Minuten dann köcheln lassen. Sobald die Marinade dann auch dicklicher wird, die Pfanne dann vom Herd nehmen und das Fleisch auf einem Backblech mit Löchern oder Gitterrost dann auch legen. Am besten stellt noch ein Backblech darunter, damit das Wasser vom Fleisch dann heruntertropfen kann. Das Fleisch dann in den Backofen geben und für 5 Minuten grillen von beiden Seiten. Am besten ihr stellt euch daneben neben dem Backofen, weil das Fleisch kann sehr schnell anbrennen durch den Zucker und auch den Honig.
Das Fleisch dann für 10 Minuten abkühlen lassen, dann in feine dünne Scheiben schneiden und die dickliche Soße dann darauf geben. Das Jasu-Fleisch wäre jetzt dann auch so fertig und kann mit Reis, Rahmnudeln, Suppen oder auch mit Spaghetti dann gegessen werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen, lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Video. Tschüss!